Ich begrüße euch zu einer Folge Final Fantasy 4. Wir sind hier weiterhin in der Höhle der Sylphen und machen diese hier heute weiter. Oh Gott, ich habe nicht mehr aufgenommen seit ein paar Tagen und ich habe jetzt hier komplett die Orientierung verloren. Das könnte jetzt ein Problem werden. Ich hätte vielleicht vor Beginn des Parts mal gucken sollen, wo ich überall schon war und all sowas. Ich gehe mal gerade davon aus, von hier kommen wir. Ja, das sieht mir sehr vollständig aus. Waren wir denn dort oben schon bei dem Weg? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Magie, Rosa, Levitas auf alle. So. Das wäre jetzt voll spannend zu wissen. War ich denn dort schon oder muss ich dort noch hin? Hier. Ah, guck mal, hier ist ein Weg, wo ich noch nicht war. Das ist spannend. Das ist spannend. Hier brauche ich wieder Levitas, ja. Nervig, dass man das immer wieder einsetzen muss, aber was soll's. Kann man halt nichts gegen machen, so. Hier ist eine Truhe. Das sind mehrere Truhen. Das ist schon mal ziemlich schön. Das war gerade wieder meine Hassgegner-Konstellation. Gegen die hat auch der Kampf deutlich länger gedauert als gegen andere Gegner hier bisher. High Potion, Jungfernkuss und Feenrute. Die könnte was für Rydia sein, eventuell. Eher weniger. Ich brauche Highest Staff. Da war jetzt irgendeine Female im Nacken. Super. Das sind auch die Fakten, die euch voll interessieren. Ja, Echo Kraus. Also hier ist auf jeden Fall ein geheimer Weg. Und ein weiterer Kampf. Oh nein! Ich habe gerade in dem Kampf wieder meinen Lieblingsfehler gemacht. Und habe auf R gedrückt, weil ich alle anvisieren wollte. Ja! Das habe ich einfach im Blut drin, wegen Lufia 2 und Final Fantasy 9. Weil es in den Spielen heißt, dass man alle anvisiert. Und hier halt nicht. Hier ist es nach rechts drücken oder halt nach ganz unten drücken und dann sofort. Das ist so nervig und dumm. Hä? Ist hier nix? Doch, hier. Hä? Hä? Was hat man jetzt gebracht? Oh, geht weg, ihr Drecksviecher, ganz ehrlich. Mann, die regen mich so auf. Das ist immer wieder so ein tolles Gefühl, aus den Kämpfen rauszukommen, wenn jetzt jeder 5000 Status-Effekte hat. Oh, Junge. Oh, Junge. Wo ist mein Allheilmittel? Ich habe nur noch 10 davon. Och, Mann. Ich will jetzt noch irgendwo einen Weg irgendwo hin. Wow, das hat mich jetzt. Wow, das war sehr, sehr sinnvoll. Das war sehr sinnvoll. Definitiv. Unglaublich sinnvoll. Sowas Sinnvolles habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, ganz ehrlich. Och, schon wieder ihr. Das Spiel hasst mich gerade, glaube ich, weil es nur diese Dreckskonstellation mir gibt. Das ist unglaublich nervig, ganz ehrlich. So, da. Das war schon der Raum hier, oder was? Toll. Moment, nein, war es nicht. Hier geht's noch irgendwie weiter. Wundervoll. Hoffentlich. Oh Gott, geht weg! Komme ich da irgendwo hin? Random Fact: Würde ich die Kämpfe nicht rausschneiden, wäre der Part schon ungefähr 15 Minuten lang. Ich sag mir nichts dazu, ja? Gut. Das zeigt, wie. Was denn hier passiert? Wie scheiße nervig die Kämpfe sind. Oh, wir haben neuen Gegner. Das heißt, ich muss den Kampf drinnen lassen. Oh, das führt jetzt so viel Zeit. Mann, Schlaf ist so nervig, weil meine besten Kämpfer einpennen immer. Dann dauern die Kämpfe so ewig. Ist doch scheiße. Ja, nervig mit der Magensäure.
Magensäure ist nicht mal so schlimm von denen. Alter, ich kann wirklich Tobsucht auferlegt, wirklich jetzt Gegner beziehungsweise Berserker in anderen Teilen dieser Reihe. Das könnte noch sehr nervig werden. Murmel, bist du tot? Dankeschön. Oh, jetzt kommt der scheiß Kopf. Ich finde die Köpfe sogar noch schlimmer als die Morbolts. Ich hasse einfach Schlaf abgrundtief hier gerade. Mein Morbolts weiß von einfach schon, dass die scheiße sind. Nerven. Da kommt das nicht so überraschend wie über diesen scheiß fliehenden Köpfen. So. Edge Kane macht ihn tot. Bitte. Halt nicht. Heißt wirklich Yggdrasil? Ja, heißt er. Oh Junge, das ist der passendste Name für diesen Gegner, nichts. Der sieht einfach überhaupt nicht aus wie ein Yggdrasil. Was haben sich die Übersetzer dabei gedacht? Oder die Namensgeber der Gegner müssen ja nicht Übersetzer gewesen sein. Können auch einfach die Namensgeber. Die Namensgeber der Gegner gewesen sein. Man hat die Namen einfach so übernommen ins Deutsche. Ja, okay, dann waren es irgendwo schon die Übersetzer. Nee, Quatsch, ich brauch. Echo Kraut. Oh, ich hasse es manchmal. So. Vitra auf alles. So, sehr schön. Was ist jetzt hier in dem Raum? Kann ich bitte da unten diesen Dings noch auffüllen irgendwie? Jetzt habe ich hier noch einen Kampf mit diesen dummen Idioten provoziert. Doch man, please, Spiel! Ach ja. So, ich bin so froh, wenn ich hier aus dieser Dreckshöhle raus bin. Wie soll ich jetzt da unten das Ding vervollständigen? Ist mir egal, ganz ehrlich. Ist mir egal. Wo komme ich hier jetzt hin? Ah, in diesen Raum, wundervoll. Bro, eigentlich brauche ich ja Levitas gar nicht. Zumindest gerade in diesem Abschnitt. Kann er noch kommen hier irgendwie? Oh, ich krieg einen zu viel. Ich bin so froh, wenn ich mit diesem Spiel fertig bin. Mit diesem Spiel, mit dieser Höhle meine ich, mit dieser Höhle hier. Das Spiel macht ja Spaß, aber die Höhle hier gerade nicht. Die Gegner sind einfach unglaublich nervig. Ich laufe da jetzt so durch. Gleich stirbt bestimmt wer weg. Ich jetzt kommen. Bombenkern, wie stehen die Lebenspunkte? Geht eigentlich noch voll klar. Das geht eigentlich noch voll klar. Hätte schlimmer kommen können. So, was haben wir hier? Ganz viel Gil. Noch mehr Gil. Und ein Allheilmittel. Das kann wirklich nützlich sein. Ja. Was haben wir hier noch Schönes hier unten? Oh, endlich mal wieder ein normaler Gegner, der mich nicht reizt. Ah, das war entspannt. Ich vermisse mein Feature, dass ich die Kämpfe vorspulen kann aus Final Fantasy 9. Wenn ich in Final Fantasy 9 was nervig finde. Nein, das wollte ich nicht. Nein! Das wollte ich nicht. Da war noch eine Truhe. Och nee! Wenn ich die Kämpfe in Final Fantasy 9 nervig finde und rausschneide und so, spule ich den einfach vor. Das geht in der Steam-Version. Und hier, in dem Spiel geht das nicht. Wieso kann ich. Nee, Quatsch, das ist ja Levitas, nicht Valum. So. Hoffentlich kann ich mit Hilfe dieses Weges hier dieses Kästchen da oben vervollständigen. Wenn nicht, wäre das halt echt irgendwie unglaublich dumm. So. Das ging jetzt durch den Erstschlag auch voll klar. Aber ansonsten sind die auch ein bisschen nerviger. Ah, guck mal, hier geht das. Interessant. Was ist denn das? Wo bringt mich das hin? Oh. Okay. Interessant, was auch immer. Und hier kommen auch Gegner. Ah, keine von diesen hässlichen fliegenden Köpfen. Das ist alles voll okay. Ich finde die halt echt viel schlimmer als die Mobiles, die Köpfe. Ganz ehrlich. Und wenn der Morbol nicht der nervigste Gegner ist,
dann läuft irgendwas entschieden falsch. Es ist halt wirklich so. Morbolts sind so gut wie immer die nervigsten Gegner. Und wenn das mal nicht so ist, dann ist halt wirklich irgendwas kaputt. Ja, so. Öffnen wir mal die Truhe. Was haben wir hier Schönes? Ein rumbackenden Sessel. Interessant. Ah, nein! Spiel, weißt du was? Die Köpfe sind meine absoluten Lieblingsgegner. Beste Gegner im Spiel. Jetzt kommt mir niemand vor, dankeschön. So nervig. Und Edge steigt eine Stufe an. Sehr schön, Edge. Das freut uns doch alle ungemein. So, wir brauchen ein bisschen Heilung. Du, ihr alle nicht. Das sind nur zwei Stimmen, aber das ist mir eigentlich vollkommen egal. Was haben wir hier Schönes? Oh, wehe, die sind jetzt wirklich jeder Truhe drin. Ich bring mich um. Ich habe jetzt mein neues Geheimrezept gegen die gefunden. Shiva. Oh, Junge. Oh, bitte nicht nochmal die, bitte. Oh, Junge. Und obwohl ich Shiva habe, dauern die Kämpfe immer noch unglaublich lange. Wie einfach jeder stumm ist. Kann ich Medica auf die ganze Gruppe machen? Ich hoffe es einfach mal. Dann mache ich es nämlich so hier. Und mache mit ihr Medica auf die ganze Gruppe. Nein, natürlich nicht. Ist mir jetzt egal, dann verschwende ich jetzt ein Medica. Juckt mich nicht. Ich werde eh irgendwann in dieser Höhle hier noch ein. Jetzt ist das Sterbgestürz. Oh Mann. Das musste ja auch noch irgendwann heute passieren. Oh Junge, habe ich jetzt hier irgendwie noch alle? Ja, habe ich natürlich. Heute ist das Spiel, da mache ich einfach mal so schnell. Heute ist das Spiel echt einfach nur fies zu mir. Kann das sein? Hier ist jetzt noch welche drin. Oh Medusas. Oh, 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 danke Spiel. Danke. Oh, Liebe. Liebe diesem Spiel. Was ich eigentlich sagen wollte. Medusas Pfeil habe ich halt eigentlich auch schon. Deswegen war das voll unnötig jetzt. Aber solange es nur diese komischen Schlangenviecher sind, ist alles voll okay. Bitte jetzt überall. Was war das gerade? Morbolt ist mir auch recht. Hauptsache nicht diese hässlichen Schlangenviecher. Diese hässlichen Kopfviecher meine ich. Oh, Kämpfe gegen Humorbolts sind so entspannt im Vergleich zu den Kämpfen gegen diese scheiß Köpfe. So, was hast du? Ah, hier die Berserkerklinge. Intellekt würde sehr senken, Psyche sehr senken, Attacke stärken, Stärke stärken, Präzision senken. Ja, es sind 8 Punkte auf Attacke und 5 Punkte auf Stärke. Und es senkt voll viel, deswegen. Es senkt auch die Präzision, deswegen ist das, glaube ich, nicht so gut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was da jetzt besser ist. Das ist halt so das Ding. Deswegen. Erstmal nicht. Vielleicht entscheide ich mich ja noch dazu, das umzuändern, aber erstmal nicht. Erstmal nicht. So, was hat jetzt hier drin? Bestimmt diese scheiß Köpfe. Ein Vollmondring, interessant. Na, was ist es? Oh, auch voll okay. Ach ja, es ist wundervoll. Und Rosa steigt eine Stufe an. Sehr nice. Oh, jetzt sind wir ja auch besser. Besser. Durch, meine ich. Wundervoll. Wundervoll, so. Wieder auf alle. So, perfekt. Das ist doch toll. Wo kommen wir jetzt hier hin? Nach unten, okay. Hä? Willst du mich irgendwie ganz leicht verarschen, Spiel? Ich weiß, was hier ist. Hier muss noch etwas sein. Das habe ich nicht. Dann müssen wir jetzt hier doch mal durch, nö. Wir haben auch noch unerkundete Wege. Wow. Einfach nur wow. Cool. Was soll's.
Mach doch voll viel Spaß hier. Solange keine Dingsviecher kommen. Keine. Wie heißen die jetzt mal genau? Keine Gesichtsviecher, fliegende Köpfeviecher, ist alles voll okay. Da habe ich auch nichts gegen diesen Ort. Aber sobald die kommen, habe ich voll viel gegen diesen Ort. Wieso habe ich denn unten noch einen unerkundeten Weg? Beziehungsweise, ist das da, wo ich reingefallen bin? In das Loch? War das dort unten? Ich weiß es nicht mehr. Random Fact, mit allen Kämpfen wären wir jetzt schon bei so ungefähr 40 Minuten. Ist doch cool, oder? Ist doch richtig cool. Aber so richtig cool. Oh, Junge. So, Moment, ich will es mal kurz hier hin. Das war hier. Hier ist halt noch voll viel, als wir nicht erkundet haben. Da will ich ganz. Nein, geht weg! Ganz gern hinkommen. Ich habe gerade herausgefunden, dass wenn man auf R kommt, was halt flüchten ist, man nochmal auf R drücken kann, um die Flucht zu widerrufen quasi. Wow, das ist sehr sinnvoll und weiter und so fort. Und von hier scheine ich da halt echt nicht hinzukommen, wo ich hin möchte. Darunter, das ist ja interessant. Aber ich will halt noch die Truhe haben, die ich durch diesen Weg hier bekomme. Ja, das ist wirklich hier. Guck mal, wundervoll. Ich wollte halt eigentlich gar nicht ins Loch reinfallen. Es ist einfach so passiert. Sozusagen. Das war relativ uncool, aber kann man halt nichts ändern. So, geht mal bitte. Taucht jetzt nicht in Massen auf. Bitte, ich habe keine Lust auf euch. So, ich bin gespannt, was da drin ist. Hoffentlich etwas, das den Weg rechtfertigt. Oh ja, sehr normaler Gegner. Wundervoll, das ist so entspannt, gegen die zu kämpfen. Es ist einfach so entspannend, gegen diese Gegnerkonstellation zu kämpfen. Notausgang, wundervoll. Hier sind sogar drei gottverdammte Truhen. Drei gottverdammte Truhen. Mit Jungfernkuss, Äther und noch ein Jungfernkuss. Interessant. So, ich gehe jetzt hier wieder raus. Hey, uncool. Dass ich halt wieder vorne reinkomme. Wenn der Gegner zum Zug kommt, ist der so unglaublich nervig. Alter. Vor allem, wenn der jetzt wie der hier fünf Frösche dabei hat. Dann können halt alle singen und machen mich ständig zu Frosch. Das ist so schlimm. Das ist einfach so schlimm. Oh, halt die Klappe, Sessel, und nimm Levitas. Oh, wir sind jetzt hier 45 Minuten im Part. Das ist super. Also, beziehungsweise, ohne halt die Kämpfe rauszuschneiden. Ist hier ein Weg irgendwie? Nein. Ihr könnt froh sein, dass ich euch die Kämpfe rausschneide. Sonst wäre der Part halt echt lang. Hä? Wo kommen wir jetzt hier bitte weiter? Oh nein, nicht ihr! Mir fällt gerade auf, ich kann hier auch einfach Teleport rausmachen. Stimmt. Ich weiß eh nicht, wo es hier weitergeht. So, wo ist das Teleport? Dann setze ich jetzt draußen eine Unterkunft oder eine Hütte ein, keine Ahnung. Also ein Zelt halt einfach. Da Zelt, wundervoll. Jetzt können wir den Part schon beenden. Aber ich will die Höhle eigentlich heute fertig kriegen. Das ist halt so das Ding. Aber ich will auch noch irgendwann ins Bett, das ist das andere Ding. Aber ich werde auch voll gern die Höhle fertig kriegen. So, guck mal. 15 Stunden 58 habe ich den Part angefangen, jetzt sind wir hier. Das ist wundervoll. So, jetzt gehen wir die Wege ab, die wir noch nicht abgegangen sind hier. Da gibt es ja noch einiges, glaube ich. Und noch einige Kämpfe. Oh nein, da kommt... Nein! Sehen Sie hier meine Frosch-Elite. Das sah gerade witziger aus, weil die alle in der vorderen Reihe standen. Jetzt laufe ich mit dem Frosch rum, super. Oh Junge.
Ich hasse diese Gegner. Manchmal. Eigentlich sind sie voll okay. Aber wenn sie mich angreifen können, dann nicht mehr. Dann sind sie das Nervigste, das jemals existiert hat. Oder so. So, jetzt kann ich noch irgendwo hier unten weiter. Wahrscheinlich. Kann sein, dass das Spiel gerade nur ganz leicht geleckt hat. Rosa ist ein kleines, süßes Schwein geworden. Und Tessa steigt eine Stufe an und Kane auch. Wundervoll. Ah, Junge. Oh, Junge. Und sie kann im Schweinzustand nicht mal Medica wirken. Moment, das können wir beheben. Schwein. So, wundervoll. Wundervoll. So, was haben wir jetzt hier Wundervolles? Ich würde jetzt mal spontan behaupten, dass hier noch Wege offen stehen. Weil anders kann es nicht sein. Anders kann es einfach nicht sein. Die Frage ist jetzt, wo stehen diese Wege offen? Ich habe halt keine Ahnung. Im Raum hier vor ist ein Speicherpunkt. Ich könnte jetzt wieder den Part beenden, aber das will ich halt einfach nicht. Ah, das ist immer so schöne Kämpfe, wenn man nicht Erstschlag oder so. Beziehungsweise wenn der Gegner nicht Erstschlag oder sowas hat. Dann sind das so entspannte und schöne Kämpfe. So, haben wir hier noch irgendwas offen in diesem Bereich? Nein. Das heißt, es kann nur irgendwas hier hinten sein. Das ist das Ding. Es geht nicht anders. Da muss noch irgendwas frei sein. Oh, Junge. Diese Köpfe sind immer nervig. Immer und immer wieder. Wir wären jetzt übrigens gerade bei fast einer Stunde. Nur mal so nebenbei. Ja, guck mal, hier ist noch ein Weg offen. Sehr schön. Das ist doch wundervoll. Oh, das aber nicht. Ah, so nervig. Aber es ist okay, wenn man Rüdias Beschwörung dabei hat. Dann ist alles voll okay. Elixier, das ist auch voll okay. So, halt, ich brauche Levitas. Rosa, Vitra, Medica, Nana, so. Und Levitas auf alle. Sehr schön. Wundervoll. Gut, wo kommen wir jetzt hier noch hin? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Da ist ein Kreis auf der Map, okay. Ja, Erstschlag, sehr schön. Wir sind jetzt bei einer Stunde in der Aufnahme. Wundervoll. Und das Spiel stürzt bei einer Stunde ab. Ich liebe es. So, da sind wir wieder. Wo kommen wir jetzt hier hin? Das ist interessant. Das sieht aus wie so eine Stadt oder sowas. Eine Stadt mitten in der Höhle. Ist ja wirklich ein Haus. Silberapfel, wundervoll. Jetzt bin ich gespannt. Aha, ja, ich weiß doch, was jetzt hier drin ist. Hallo. Uah, Menschen! Ja, das siehst du richtig. Kikuichimonchi. Das ist doch auch eine Waffe, die es in Final Fantasy 3 gab, oder? Anti-Magie-Stock. Anti-Magie-Stock. Stopp, genau. Stock könnte für dich. Nein, könnte es nicht. Dann vielleicht für Rosa. Ja, eventuell. Ich denke mal ja nicht. Nee, war klar, dass das nicht besser ist als ein Bogen. So. Guck mal, für dich wäre die eigentlich gar nicht so schlecht. Intellekt würde es komplett untersetzen, aber. Weißt du was? Ich gebe dir mal die Berserker-Klinge hier. So, und Kikuichimonchi kannst bestimmt du ausrüsten, oder? Nein, kannst du nicht. Alle, die ist bestimmt für Dings, oder? Ja, da ist so ein Ninja, genau. Guck mal, 85, wundervoll. 80. Dann können wir hier noch was anderes geben. 95, 90. Das hier definitiv. Nee, das hier meine ich. Ja. Wundervoll. Das ist sehr nice. So.
Ja, und dann kannst du... Nein, kannst du nicht. Es ist mir zu rot hier. Agilität runter, Intellekt runter, Psyche runter. Nee. Nee. So. Hi. Was sucht ihr hier? Verschwindet augenblicklich. Nein, eigentlich nicht. Yang ist sein Name, sagt ihr. Ihr werdet ihn uns nicht wegnehmen. Was? Yang? Ist er wohl hier, oder was? Oh, da hinten. Was ein Zufall. Welche Überraschung. Wir fanden diesen Mann bewusstlos bei einem Loch und umsorgten seitdem. Doch er öffnet seine Augen nicht. Wir fliegen mit all unserer Liebe. Doch vielleicht ist unsere Liebe nicht genug. Ja. Ich weiß auch, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen zu Yangs Frau und da irgendwas für ihn abholen. So, hier kommen wir gleich wieder raus. Können wir einfach wieder raus aus der Unterwelt? Das wird zu Yangs Frau kommen. Boah, wie ist das? Ich glaube, nämlich wir müssen jetzt zu Yangs Frau oder so. Zumindest. Komm mal hier so raus. Nein. Das ist gerade doof, glaube ich. Ich muss nochmal recherchieren. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part. Ich weiß nicht, wo genau wieder. Entweder dort oben bei der Höhle der Sylphen, wo ich dann zu Yang gehe und ihm. Kannst du hier nicht landen? Doch. Und ja, wo wird Yangs Frau gehen werden? Oder wir sehen uns bei der Höhle der Beschwörbaren wieder. Das werde ich dann entscheiden, je nachdem, ob ich halt jetzt Yangs Frau komme oder nicht. Egal, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 4 wieder. Bis dann, ciao, euer Hero, tschüss.